ja, ein gerade ein Problem, und zwar habe ich jetzt bei diesem Video Invalid Request Authentication expired, aber wie bekommt man das denn jetzt denn nun hin? Dass das, weil man noch nicht klickt, dann kommt immer diese, deswegen funktioniert das nicht. Wie kann man das denn beheben, dieses Invalid Request Authentication expired? Wir will eine Änderung speichern, aber es ändert sich nicht, weil es mit diesem Invalid Request Authentication expired. Aber mir werden die Videos immer in die Warteschlange gestellt. Ich weiß auch nicht, was damit. Mein Aufnahmeprogramm nimmt den MP4 auf, aber ich kann auch den H264-Codec umkonvertieren. Das würde sich nicht lohnen. Dann werde ich nochmal kurz beschreiben machen. Das waren die Jahreswerte. Das waren die Jahreswerte, aber es funktioniert nicht. Ich bitte ein paar Tipps. Dann werde ich euch schon mal verabschieden.